In diesem Video wiederholen wir die Zeilenschreibweise, die Spaltenschreibweise und wie wir Vektorkoordinaten ablesen können. Und dann wirst du die Spitze-Schaft-Regel kennenlernen. Ich habe hier im Koordinatensystem schon einen Punkt und einen Vektor vorbereitet. Die Zeilenschreibweise wird eigentlich hauptsächlich für Punkte verwendet. Also wenn du zum Beispiel den Punkt A ablesen willst, dann schreiben wir meistens x-Koordinate schrägstrich y-Koordinate. Also in dem Fall ist der Punkt 6 und 2. Und Zeilenschreibweise deshalb, weil das Ganze halt in einer Zeile angeschrieben wird. Hingegen, wenn wir jetzt die Vektorkoordinaten vom Vektor A ablesen, dann starten wir ja im Schaft, bewegen uns entlang der in x-Richtung, also 3 Einheiten in x-Richtung und 2 Einheiten in y-Richtung. Das bedeutet, unser Vektor hat die Koordinaten 3, 2. Und das schreiben wir meistens in so einer Spaltenschreibweise an. Also Zeilenschreibweise, weil es in einer Zeile geschrieben wird, mit einem Schrägstrich, und Spaltenschreibweise, weil es in einer Spalte angeschrieben wird. Wichtig ist auch noch, Punkte werden eigentlich immer mit Großbuchstaben bezeichnet und wenn es ein Vektor ist, dann ist immer ein Vektorpfeil darüber. Wir haben hier jetzt im Koordinatensystem zwei Punkte A und B eingezeichnet und für den Vektor mit Anfangspunkt A und Endpunkt B schreiben wir auch kurz AB mit einem Pfeil darüber. Bitte pausiere jetzt das Video und lies die Koordinaten der Punkte ab und die Komponenten des Vektors AB und notiere die Koordinaten der Punkte in Zeilenschreibweise und die Komponenten des Vektors in Spaltenschreibweise. Wir vergleichen das Beispiel. Der Punkt A hat die Koordinaten 2 und 1 und der Punkt B 5 und 3. Und der Vektor richtig abgelesen ergibt 3 Einheiten in x-Richtung und 2 Einheiten in y-Richtung. Was ist jetzt die Spitze-Schaft-Regel? Die Spitze-Schaft-Regel haben wir hier gegeben für alle Punkte A und B. Gilt allgemein, dass der Vektor von A nach B gegeben ist durch B1-A1 und B2-A2. Ich zeige dir das jetzt anhand von unseren Punkten hier. Also AB. Spitze-Schaft-Regel deshalb, weil wir die Spitze vom Pfeil nehmen, also den Punkt B, und von diesem den Schaft, den Punkt A subtrahieren. Den Punkt B können wir ganz allgemein angeben durch B1 und B2. Und den Punkt A allgemein durch A1 und A2. Und du weißt ja schon, wie man Vektoren subtrahiert, nämlich einfach zeilenweise. Und so kommen wir auf diese Formel von der Spitze-Schaft-Regel. Für unseren Vektor heißt das dann ganz konkret, der Punkt B hat ja für B1 den Wert 5 und A1 ist in unserem Fall 2, das heißt 5 minus 2. In der zweiten Zeile brauchen wir B2 minus A2. Also 3 minus 1. Das Ganze ergibt dann 5 minus 2 ist 3. 3 minus 1 ist 2. Und wie du siehst, auch mit der Spitze-Schaft-Regel haben wir die richtigen Koordinaten vom Vektor AB bekommen. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.